Go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trackmania mit mir, dem Manni und dem Bunny Tim 7. Hi. Hallo. Was ist das für eine beknackte Map? Ey, die ist überhaupt nicht beknackt. Ich finde die saugeil. Ja, die ist nicht schlecht gemacht, sagen wir so. Und ich Vor allem bin hat man mich so viel gerade. Platz, sich hier auszutoben. Ich bin gerade so Und übermotiviert, das merkt man mir vielleicht an. Dass ich irgendwie so gerade flott, klar, übermotiviert halt eben rede. Aufgedreht. ich bin Elfter. Och nee, ne? Jetzt nicht dein Ernst. Leider habe ich die Runde schon gemacht, bevor wir den Part begonnen haben. Ja, wir diskutieren gerade über Dortmund. Und Bayern. Also auf gut Deutsch über das Pokalfinale. DFB-Pokalfinale. Ja, dass es jetzt nicht mehr um Champions League geht, sollte irgendwie klar sein. Du hast vorhin auch das DFB betont, also betone ich es auch. Was ist deine Zeit? 34, 74. Ja, gut. Ich starte noch zwei Versuche. Hä? Was Zwei dann? Versuche. Dann trinke ich jetzt mal was. Du fährst vor mir, du fährst vor mir. Jetzt sehe ich nichts. Warum fliegt denn mein Auto inzwischen nur noch so scheiße? Ja, ne? Voll beknackt. Überhaupt nicht mehr aerodynamisch. Oh fuck, da ist ein Checkpoint. Ich verstehe es nicht. Ich bin 21. Wie vielter bist du? 17., 18. 22. Okay, ich krieg dich noch. Was war nochmal deine Zeit? 34? 74. Oh Gott, da fehlen mir ja noch 4 Sekunden. 3 Sekunden, 3,5. Irgendwas mache ich falsch. Ja. Okay, letzte Runde. Wenn wir die durchbekommen, natürlich letzte Runde. Ansonsten gibt es jetzt noch eine letzte Runde. So, jetzt seht ihr hier mal die Map. Verdammt, Runde, so. Runde, Runde, Runde. Letzte, 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 letzte. Zack, zack, zack. Ich muss die 34 schaffen. 34, 41, 20. Ja, das war gut, das war gut. Ah, verdammt, das war nicht gut. Das war wiederum gut. Und das war. Ja, das geht. Das war schlecht, das war ganz schlecht. Oh, das wir denken, das wir denken. Das wird verdammt eng. 6 Sekunden. Oh Gott. Nein! 20. 20. Ich bin 20. 72 Punkte. Du bist 10,9 Punkte, 26. Game Zone. Oh, ist ja nicht schlecht gemacht, ne? ABJ? Manni? Ja. Du bist zu leise. Ja, ich spreche gerade meiner Mutter. Sag, du bist allein? Ja. Ich schreibe gerade meiner Mutter. Ach So du SMS Scheiße. und Handy und so. Ja, ich habe so verstanden, du würdest hier sprechen. Aber Ja. egal. Nee, die verweilen gerade auf Palma. Ja, ist doch schön, wenn sie weg sind.
Ja, ne? Obwohl unbedingt, dass ich eine Nacht bei einem meiner Geschwister schlafe, sonst hätte ich gestern Abend auch schon aufnehmen können. Aber so bleibt mir halt die heutige Nacht noch. Wie morgen lang sind dann die das weg? Die Üte? Wie lang sind die weg? Seit Donnerstag. Und wann kommen sie wieder? Morgen Abend. Jetzt habe ich morgen noch Zeit, das Chaos zu beseitigen. So, ich nenne es mal mein Stilleben. Einfach alles irgendwo wieder hinstellen. Was ist das denn? Für eine Map. Oh Mann, ich baue hier wieder nur Mist. Das Schöne ist, ich bekomme die Nachrichten direkt auf meiner Uhr angezeigt. Smartwatch? Sie. Nein, ich frage jetzt nicht nach, was sie heißt, weil inzwischen weiß ich, was sie heißt. Falls, ne? Ja, im Lateinischen schon. Im Spanischen auch. Ja. Kommt drauf an, ob man es mit Akzent oder ohne Akzent schreibt. Er sprichst du zu einem, sie. Ja, hast du jetzt mit oder ohne Akzent gesprochen? Mit Betonung. Ja, in dem Fall hieß es wohl ja, nicht? Ja. So, nein! Doch. Ich muss mir mal angucken, wie wir anfahren. Ui, geil. Hast du schon eine Runde? Nein, aber die Map ist geil. Komm ich so durchs Looping? Komm, oben und runter und andere Seite. Und oben lassen, oben halten. Und runter und oh! Ziel! 13. Und ich damit letzter. Ich hab dich gerade gesehen. Ich bin letzter. Der eine Zeit hat? Ja. Ich finde es jetzt scheiße. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt gehe ich nach Hause. Und ich war graben, ne? Hallo, jetzt nicht so negativ. Hallo, entfernen. Hä? Letzter. Oh Gott. Ich bin nicht mehr letzter. Ich habe es schlechter als ich. Wieso, ich bin Nullter. Bin ich doch besser. Deine Zeit ist aber scheiße. Entschuldigung. Diese Wortwahl. Die ist schneller als deine, oder? Warum? Fuck! Diese scheiß Looping. Entschuldigung, meine Wortwahl. Ja, das war jetzt aber auch bitter nötig. Du klingst wie so ein Schwuler. Tut mir leid. Ja, warum redest du so zu mir? Ich finde es nicht okay, dass du mich derart vorurteilbehaftet behandelst. Nein! Was ist denn das was? Was Och, hat denn das zu tun? Das kann ich auch machen. Ja, nicht? Ich kann das nicht. Ich kann keine Sprachen imitieren. Das geht einfach nicht. Ich kann auch keine Akzente machen. Ich kann auch nicht die Bertha nachmachen. Die dicke Bertha. Ey, jetzt. Beruhig dich mal und denk an die Coelsa, okay? Nein, ich bin die dicke Bertha. Dick bist eh immer. Nein, ich bin die Wurst. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist das jetzt eigentlich im Moment der oder die? Es war mal ein der, jetzt ist es eine die. Ich kenne ja jemanden, der meinte, das sei andersrum. Das war mal ein Thomas. Und jetzt? Ist es eine Conchita? Nein, jetzt ist es eine Wurst. Das finde ich jetzt aber nicht okay, dass du so redest. Ja, ich. Wie heißt die Wurst mit bürgerlichem Name? Thomas. Also nein! Ist es, du bist auch gerade abgegangen. Also ist es ein der? Das war dein Handy, richtig? Nein. Was hat denn da gerade so? Ach, das war die Zeit. Was soll das Hupen gerade? Das wäre geil. Ich bin Nullter, also ich bin 22. Du bist 26. wieder. Ja, du kriegst wenigstens noch Punkte. Ja, ich bin halt besser als du.
Du hattest doch nicht mal eine Zeit. Die wievielte Map war das jetzt? Die zweite, gell? Die erste. Nee. Davor war noch die mit den vielen Steilkurven. Ja. Naja. Die, nicht ganz, wo du das erste verpasst hast. So, jetzt gehen wir hier erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin Erster. Ja, ich auch. Geht nicht, weil ich war Erster. Nein, ich bin Erster. Du kannst nicht auch Erster sein. Ich bin nachgekommen, ich bin schneller gefahren als du. Siehst du, ich bin immer noch Erster. Ich bin Elfter. Ich bin besser, 11 Plätze. Du hast noch nicht mal eine Zeit, du bist schlecht. Okay, jetzt sind wir mal auf mit dem Kinderkram. Du wolltest auch doch an deine kleinen Zuschauer denken, oder? Die kleinen, die unter 1,50 Meter. Ja. Habe ich ein paar in meiner Klasse. Die schalten jetzt bitte sofort dieses Video ab. Aber wie viel? Es bringt nichts. Aber wie viel haben das Trackmania eigentlich freigegeben? Naja, wie viele Jahre ist es wohl freigegeben? Nein! 6 wahrscheinlich. Gegen ne? Diesen Ziel. Kadumpen. Was ist ein Kadumpen? Ja, gegen das Ziel bin ich gerade gefahren. Bam! 10. Minus 2 Sekunden. Fehlen mir nur noch eine Sekunde bis zum ersten. Eine gute. Oh, das wird schlecht, das wird schlecht. Ah, geht noch. 17. verdammt. 14. Ja, du bist nicht viel besser als ich. Ah, das war's. Was schießt denn deine Zeit? Ja, 30,85. Nee, 31,07. Verdammt, da hat's mich rausgehauen. Was war das? Diese Musik. Hier brauchst du ja eigentlich gar keine Musik mehr reinschneiden, ne? Mach ich aber. Weil ich die Musik mag. Aus Liebe zur Musik. So, so. Bin geboren, um zu leben. Mit dem Wunder. Hallo, GEMA. Also, ich bin doch geboren, um zu leben, oder? Also. Ja, und dann kommt hier Lana Del Rey und singt Born to Die. Und? Was schließen wir daraus? Ja. Erst wird man geboren, um zu leben. Und dann stirbt man. Lebensweisheit von mir. Da ich aber gerade geboren, um zu leben und ich auch das Leben noch nutzen möchte. Carpe diem. Du als eingefleischter Lateiner weißt ja, was das heißt. Nein! Da ist das heißt Ziel gerade wogegen gekommen. Ey, ist so unfair, dieses Spiel. Das ist halt ein schlechtes Auto, ne? Ja. Entschuldigung. Ja, ist unfair. Meins ist langsamer als die anderen. Nimm halt den Standard. Der grobe Standard halt eben. Nicht das ausgefallene, teure Zeugs da, Teildinger. Nein! Okay, wie viel da bist du? 18. Nein, ich bin 22. Ja, das sind die 4 Plätze von vorhin. Du fährst vor mir. Ich hab dich gerade überholt. Nein, ich hab dich jetzt überholt. Ich hab dich nicht überholt. Jetzt hab ich dich. Nein, ich bin vom Gas gegangen. Verdammt, du bist schneller als ich. Aber nur, weil ich einfach vom Gas gegangen bin.
Und jetzt bin ich weg. Das war's. Verdammt, du wolltest mich noch. Verdammt. Hast mich überholt? Doch nicht schneller. Aber die Map wird ja replayed. Achso, nochmal gespielt. Ja, ich kann Englisch. Ja, aber das. Hast du eigentlich meinen 30-Fragen-Tick gesehen? Ja. Nochmal. Wie oft duschst du dich in der Woche? Kam da nicht drin vor, ne? Gell? Ich finde es äußerst unhöflich von dir, dass du da einfach irgendwelche Fragen weglässt. Was sagen Sie dazu? Ja, warum denn nicht? Schämst du dich dafür, dass du dich nur einmal im Monat duschst? Wieso? Ist doch nur Weihnachten und Geburtstag sind doch nur zweimal im Jahr. Ja, eben. Hast du ein Problem damit? Warum erzählst du das? Nee, einmal im Monat, zweimal im Jahr. Der ist das Gleiche. Nein. Zu selten. Nein, ich dusche oft genug. Im Durchschnitt 5-mal die Woche. Nur. Also ich würde dir auf jeden Fall 10-mal die Woche empfehlen. Aber eigentlich ist am besten jeden Tag 2-mal. Einmal morgens vor mir in die Schule gehen und einmal in der großen Pause. Aber bitte nicht mit dem gelblichen Zeug, was man da so auftreiben könnte. Das wäre ein wenig unappetitlich. Könnte die anderen Schüler ein wenig belästigen. Welches gelbliche Zeug meinst du jetzt? Das körpereigene. Ah ja. Oh Gott. Dass das nach Buttersäure riecht. Wenn du das sagst, ich habe Chemie abgewählt, genau wie Bio. Ja, Buttersäure klingt so, riecht so richtig gut nach wiedergekäutem Essen, das wohl doch ein bisschen zu weit gekommen ist. Was sagen Sie dazu, Herr Kandidat? Herr Manfred, musstet ihr schon für die Oberstufe wählen? Ja. Durftet ihr auch nur maximal 12 Fächer wählen? Nein. Ich komme zu euch auf die Schule. Nein. Nein. Ihr durft nur 12 Fächer maximal wählen. Ja, davon sind ja dann zwei sind vorgegeben. Ich kann ja mal meine Liste auflisten, wenn ich alle wieder in den Kopf kriege. Du zählst mal bitte mit. Deutsch, Spanisch, Englisch, Mathe, Latein, Informatik, Physik. Stopp. Ich muss mich eine Sekunde aufs Rennen konzentrieren, oder zwei? Eins, Neunter. Zwei. Okay, weiter. Okay. Nochmal von vorne. Ja, du zählst mit. Deutsch, Englisch, Mathe, Spanisch. Latein. Drei Sprachen. Ja. Nimmst du die alle vierstündig? Nein, dreistündig ist bei uns. Nein, Spanisch habe ich schon. Ist deswegen dreistündig. Englisch ist dreistündig, weil wir schon hatten, und Latein ist genauso dreistündig. Also bei uns kann man Fächer entweder vier- oder zweistündig nehmen, aber Sprachen nur vierstündig. Ja, das ist bei euch dann wahrscheinlich ein bisschen anders, nicht? Willst du immer noch zu uns? Nee. Also, nochmal vor. Wie lange geht der Part noch? Die Map. Okay. Und ich habe noch keine Zeit. Bin aber gerade dabei. So, jetzt Deutsch, noch Englisch, mal. Mathe. Nein, halt, stopp, gleich. Deutsch, Englisch, Mathe, Spanisch, Latein. Nein. Du hältst jetzt bitte einmal deinen Mund, ich muss mich konzentrieren. Jedes Fach ist bei euch dreistündig.
Ja. Okay. Neu einsetzende Sprachen vierstündig. Und Zusatzkurse. Und keine. Und was ist dein wie unterscheidet man Haupt- und Nebenfach? Gar nicht. Du kannst in jedem Fach ein Abi machen. Ja, wenn du einen Kurs gemacht hast. Nee, wenn du schriftlich wählst. 25. Ja, 11. Zeit? Schnell. Unter 25? 30 irgendwas. Ich hab 30,79. 30,35. Verdammt, das war's. Ich hol mal eben die Liste, ich komme sonst immer durcheinander. Ich habe in den Wahlzettel kopiert. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss. Für den Part.